Einen schönen guten Morgen. Wir wollten nicht CT beginnen, mussten aber noch so ein bisschen die Zeit überbrücken, bis gleich der Staatssekretär Meister kommt. Und ich wollte nicht belanglos so lange reden, bis er da ist, sondern versuchen auch die Zeit inhaltlich möglichst sinnvoll mit Ihnen hier zum Auftakt zu füllen. Mein Name ist Jörg Dreger. Ich bin Geschäftsführer vom CAE, dem Zentrum für Hochschulentwicklung, auch im Vorstand der Bertelsmann Stiftung und damit eben einer der Träger hier des Hochschulforums Digitalisierung. Und würde versuchen, Sie in den nächsten ungefähr 15 Minuten mit einem Rück- und Ausblick gleichermaßen in das Thema einzuweisen. Und zwar insbesondere auf die Frage, die uns ja als roter Faden während des ganzen Tages immer wieder beschäftigen wird. Was macht eigentlich eine Strategie im digitalen Zeitalter oder eine Strategie zur Nutzung der Digitalisierung an Hochschulen anders und speziell im Vergleich zu sonstigen Strategieentwicklungsprozessen? Ich werde jetzt versuchen, einmal aus den Erfahrungen unserer Peer-to-Peer-Beratung, unserer Strategieberatung der Vergangenheit, bei denen ja viele Gesichter, die hier im Raum sind, auch auf die eine oder andere Weise involviert waren, ein Stück zurückzublicken und dann daraus einige Schlussfolgerungen für die Zukunft zu finden. Sie werden dann aber auch sehen, das haben Sie im Programm hoffentlich entnommen, wir in verschiedenen Workshops dann eben auf diese Frage immer wieder zurückkommen werden. Was macht denn eine Strategie im digitalen Zeitalter in einer Hochschule so speziell? Vielleicht noch ein paar organisatorische Sachen vorab. Erstens, wir streamen live. Die Veranstaltung war ausgebucht. Insofern gehen wir in die Breite digital. Also wenn Sie was sagen, kann es sein, dass Sie dann eben auch im Netz zu sehen sind. Zweitens, Sie können mit diskutieren, also insbesondere über Mattermost, das steht hier mit dran. Wenn wir später im Rahmen der Podiumsdiskussion sozusagen Ihre Involvierung ganz direkt brauchen, dann rufen wir das nochmal explizit auf. Ja, und ansonsten gibt es noch einen Hashtag, wer twittert HFD18, dann freuen wir uns. So, damit die Frage: Was sind denn Empfehlungen für einen erfolgreichen Strategieprozess an einer Hochschule aus diesen Erfahrungen der Peer-to-Peer-Beratung? Und ich beginne noch einmal mit der Rolle oder der Arbeitsweise unseres Hochschulforums. Wir haben das damals in vier Pakete geteilt. Eins ist die Geschäftsstelle, ja, damit das ganze Ding funktionieren kann. Herr Janoschka und seine Kollegen sind alle hier, Sie kennen sie. Dann haben wir die Arbeitsgruppen und das Netzwerk für die Hochschullehre. Und heute geht es um das sogenannte zweite Arbeitspaket, das ist die Strategieberatung. Das sind diese Peer-to-Peer-Beratungen, wo wir jährlich 6 Hochschulen die Möglichkeit bieten, begleitet zu werden eben in diesem Strategiefindungsprozess für die Digitalisierung. Was machen wir da? Wenn man sich auf der Zielebene einmal anguckt, dann versuchen wir, die Hochschulen möglichst intensiv eben zu begleiten bei der Erarbeitung dieser digitalen Strategie. Wir versuchen, den Austausch und die Vernetzung der Hochschulen, der Beteiligten und natürlich auch den erweiterten Kreis zu ermöglichen. Und versuchen eben mehr als nur die 6 Hochschulleitungen pro Jahr, die an dem Prozess direkt teilnehmen können, ein Stück zu involvieren und von den Erkenntnissen profitieren zu lassen. Und das spiegelt sich dann auch in den Produkten wieder. Auf der einen Seite haben wir die Peer-to-Peer-Beratung, da werde ich gleich noch kurz drauf eingehen. Und auf der anderen Seite versuchen wir dann eben Strategieprofile abzuleiten für diese Hochschulen, die dann auch der breiteren Diskussion zur Verfügung gestellt werden. Und eins der Arbeitspapiere, was da rausgekommen ist als Ergebnis, haben Sie entweder auf Ihren Sitzen in der Hand oder digital zur Verfügung. Ja, und jetzt im zweiten Jahr gibt es die jährliche Strategiekonferenz und eingebettet eben diese Veranstaltung jetzt in eine Woche. Am Freitag hat es begonnen, mit der wir uns hier in Berlin mit digitaler Hochschullehre insbesondere beschäftigen. Ja, was ist geschehen in dem jetzt zurückliegenden Jahr und der nächste Strategieprozess jetzt beginnt Ende diesen
und Anfang des nächsten Jahres. Es gab eine Bewerbungsphase, da haben sich rund 60 Hochschulen beworben. Ein Zehntel, nämlich 6, haben wir auswählen können. Und das sind dann die Hochschule Bochum, Heidelberg, Göttingen, Dresden, also Hochschule Technik Wirtschaft, Braunschweig und Stuttgart. 5 von denen sind heute hier vertreten. Und dann haben wir diesen Prozess in mehrere Stufen geteilt. Der erste war eine Selbstreflexion der Hochschule anhand eines Leitfadens mit bestimmten Fragen, die bitte einmal über den Status quo ihres Strategieprozesses zu reflektieren, darüber zu reflektieren, wo sie heute mit der Digitalisierung stehen, welche Ziele sie mit der Digitalisierung verfolgen. Und aufgrund dieses Leitfadens oder dieses Selbstreflexionsprozesses ist dann die Gruppe in der Regel 2 Peers, die also Erfahrung in ihren Hochschulen in verschiedenen Rollen hatten und explizit ausgewählt wurden, um eben zu den Herausforderungen der besuchten Hochschule zu passen. Ein Moderator und ein Teil unseres HFD-Teams vor Ort gewesen für 1,5-2 Tage. Anschließend gab es einen Empfehlungsbericht, insbesondere jetzt aus der Feder der Peers und auch natürlich unterstützt durch die Kolleginnen und Kollegen im Hochschulforum. Und dann zum Schluss noch einmal ein Zusammenbringen der Hochschulen im Abschlussworkshop in diesem März. Ja, aus diesen Erkenntnissen, und das war unsere Vorstellung, unser Ansatz, sollten nicht nur die 6 profitieren pro Jahr, die dabei sein können, sondern eben auch der Prozess als solches und erweiterte Hochschulen. Wir haben also jetzt aus den Erfahrungen des letzten Jahres, also letztes Jahr lief auch immer noch im Jahr 18, des sozusagen letzten akademischen Jahres, eine gewisse Standardisierung des Prozesses vorgenommen für die kommenden Hochschulen, die jetzt beraten werden von den Peers und versucht auch ein Stück die Lessons Learned, die wir selber gefunden haben, in diesen Prozess einfließen zu lassen. Zweitens haben wir eben Handlungsempfehlungen abgeleitet und dieses eben erwähnte Arbeitspapier Hochschulstrategie für die Lehre im digitalen Zeitalter, das ist jetzt gerade erschienen und versucht bei aller Unterschiedlichkeit der Hochschulen trotzdem ein Kondensat zu erzielen, um allgemeine Schlussfolgerungen, allgemeine Empfehlungen zu ermöglichen. Und ich werde gleich auf 5 Kategorien aus diesem Papier in den Empfehlungen noch eingehen. Ja, und dann in der Mache, aber noch längst nicht fertig, der Versuch, einen Werkzeugkasten zu erstellen. Einen Werkzeugkasten, in dem wir eben bestimmte Tools, schön neudeutsch, die wir entwickelt haben, auch der erweiterten Hochschulöffentlichkeit zur Verfügung stellen wollen. Welcher Leitfaden hat sich als besonders erfolgreich erwiesen? Gibt es irgendwie Empfehlungen für ein Kommunikationskonzept intern? Was ist die ideale Zusammensetzung einer Steuergruppe? Was ist die ideale Zusammensetzung eines Diskussionsgremiums für die Hochschule und all diese Erkenntnisse möglichst modular in diesen Werkzeugkasten zu packen, sodass eine Hochschule, auch gerade wenn sie ohne Begleitung des Hochschulforums diesen Prozess durchführen, sich diesem Werkzeugkasten bedienen kann. Der ist jetzt noch nicht so gefüllt, zumindest noch nicht vollständig gefüllt, sondern wird sich jetzt einfach über die nächsten Monate weiter füllen. Und je mehr wir in diesen Prozess involviert sind, desto mehr Werkzeuge werden wir da hineinpassen. Ja, und damit bin ich bei den 5 Empfehlungen, die wir versucht haben, jetzt aus den ersten Prozessen zu extrahieren. Natürlich immer in dem Wissen, dass die Hochschulen sehr, sehr unterschiedlich sind. Sie haben auch gesehen, wir haben also von großen technisch orientierten Universitäten bis zu kleineren spezialisierten Fachhochschulen sehr bewusst eine sehr diverse Gruppe an Hochschulen mit in den Prozess reingenommen. Und insofern ist es natürlich nicht ganz einfach, dann allgemeine Schlussfolgerungen zu ziehen. Trotzdem der Versuch in 5 Kategorien und gleich 5 Charts da einmal durchgehen. Was Empfehlungen auf der Ebene der Grundlage der Strategieentwicklung? Da werde ich gleich eingehen auf die Frage, wie man eine Debatte über Digitalisierung in der Hochschule am sinnvollsten anstößt. Zweitens auf der Ebene eines Leitbildes, Leitlinien, Leitrahmen, diesen Rahmen zu schaffen. Dann drittens, wie geschieht am besten Partizipation und natürlich auch Entscheidungsfindung in der Hochschule? Also wie orchestriere ich diesen Prozess? Viertens, wie incentiviere, motiviere,
professionalisiere ich die Lehrenden in dem gesamten dann folgenden Prozess der Implementierung von digitaler Lehre an der Hochschule. Und dann werde ich gleich noch auf ein sehr spezielles, aber vielleicht ganz illustratives Beispiel eingehen, was Strukturentscheidungen, Organisationsentscheidungen und in dem Falle neue Berufsfelder betrifft. Lassen Sie mich bei den Grundlagen anfangen und gucken, welche Herausforderungen, welche Handlungsempfehlungen und vielleicht auch was für ein Beispiel bei dem Thema Digitalisierungsdebatte anstoßen, wir versucht haben zu extrahieren. Wenn Sie in das Papier reingucken, werden Sie natürlich eine höhere Detailebene noch finden. Die Herausforderung, wir haben einfach festgestellt, dass die Vorstellungen zu dem, was digitale Lehre bedeutet, sehr unausgesprochen sind oder auch sehr unklar. Der eine Kollege, die eine Kollegin sagt, das ist Online-Learning und soll die Präsenzlehre ersetzen. Und der andere sagt, das sind Blended-Learning-Konzepte, mit der ich die Interaktivität meiner Studierenden im Hörsaal steigern kann. Und es ist einfach schwierig, wenn verschiedene Leute im Raum sitzen, die unter dem Oberbegriff digitale Lehre was vollständig Unterschiedliches verstehen. Und wir sind immer wieder in diesen Peer-to-Peer-Beratungsprozessen am Anfang im Prinzip konfrontiert worden mit einer sehr unterschiedlichen Erwartungshaltung, dies erstmal auszusprechen und dann auch ein Stück zu kanalisieren galt. Also explizit machen, was ist eigentlich an Ihrer Hochschule mit Digitalisierung gemeint? Es ist eine sehr spezielle Frage, die eben nicht allgemein, sondern nur hochschulspezifisch zu beantworten ist und ganz konkrete Ziele zu benennen. Was soll durch Digitalisierung erreicht werden? Ist es eine Hochschule, die sagt, wir sind schon sehr international und möchten Digitalisierung zum internationalen Marketing einsetzen? Dann ist das ein ganz anderer Ansatz, als wenn eine Hochschule sagt, wir kommen mit der wachsenden Diversität und Heterogenität unserer Studierenden nicht klar und möchten irgendwie Wege finden, im Hörsaal mehr auf Unterschiedlichkeit der Lernstände, der Leistungsniveau eingehen zu können. Und das Ganze dann zum Beispiel in dem Peer-to-Peer-Selbstbericht auch wirklich explizit zu verankern und diese Ziele ganz am Anfang zu klären. Leitbild, Leitrahmen, der zweite Punkt. Die Herausforderung, ausgehend von dem, worum es eigentlich geht, eben darüber gesprochen, jetzt die Zielsetzung der ganzen Hochschule zu vermitteln und sie auch tragfähig zu machen, aber auf einer Ebene, die handlungsrelevant ist. Also es ist sehr einfach irgendwie zu sagen, auch dem bin ich durchaus begegnet als Moderator in diesen Prozessen, Digitalisierung gehört heute einfach dazu, das ist notwendig und es wirkt sexy. Das ist jetzt nicht handlungsleitend für das, was man aus digitaler Lehre in der Hochschule machen kann. Also was ist das Narrativ? Ausgangssituation beschreiben und dann, das hat sich gezeigt in den 6 Prozessen, gibt es im Prinzip 2 unterschiedliche Stoßrichtungen. Es gab Hochschulen, die Digitalisierung mehr zur Bewältigung von ungelösten Herausforderungen verstanden haben wollten. Und es gab andere, die Digitalisierung mehr zum Verstärken einer schon existierenden Stärke nutzen wollten. Also nehmen wir ein Beispiel für das erste, Heterogenität im Hörsaal als unbefriedigend empfunden, also die Lösung oder der Umgang mit der Heterogenität, was kann Digitalisierung dazu tun? Das zweite Beispiel eben auch schon erwähnt, wir sind unglaublich international als Hochschule und wollen noch internationaler werden. Das Narrativ, was aus diesen beiden unterschiedlichen Blickwinkeln abgeleitet wird, ist eben auch extrem unterschiedlich. Wenn ich in die Hochschule vermittle, wir haben ein ungelöstes Problem, setze ich eine andere Tonlage, als wenn ich sage, wir sind herausragend und wollen unsere Stärke noch mehr durch Digitalisierung zum Tragen bringen. Und überhaupt am Anfang im Rahmen dieses Leitrahmens oder Leitbildes dieses Narrativ zu setzen und eine breite Akzeptanz dafür in der Hochschule zu finden, nicht ganz einfach. Das Beispiel habe ich jetzt eben schon erwähnt, Beispiel hier gerade Duisburg-Essen, eine der Peers auch von dieser Hochschule, diese Frage, wie gehe ich eben um mit der Diversität im Hörsaal und der Frage, welche digitalen Lösungen ich dafür herbeibringen kann. Gibt es auch einen Workshop von Frau Ghetto, die ich heute noch nicht gesehen habe, aber die dann sicher da ist, die reist wahrscheinlich noch an aus Duisburg. Heute Nachmittag. So, das war der zweite Punkt. Der dritte, Partizipation.
und damit natürlich im Endeffekt auch Entscheidungsfindung. Das, was sich gezeigt hat in den 6 Prozessen, die üblichen Gremien, akademische Senate, Fakultätsräte, Hochschulräte, sind nicht notwendigerweise diejenigen, in denen diese Prozesse am besten diskutiert werden können. Es braucht also irgendwie eine Struktur, in die die Vorreiter, die Expertinnen der Lehre, der digitalen Lehre auch tatsächlich eingebunden sind. Die sind eben nicht notwendigerweise alle im akademischen Senat oder in den Fakultätsräten. Und deswegen eben die Handlungsempfehlung, Orte zu schaffen, in denen temporär erstmal diese Expertinnen und Experten sich wirklich um die Weiterentwicklung, strategische Weiterentwicklung der Lehre kümmern können und das ja auch ein Stück eben parallel zu den etablierten Gremien, die ihre etablierten Tagesordnungen, Rhythmen und Ähnlichem haben. Paderborn zum Beispiel, Strategiekreis E-Learning, wo eben nach bestimmten Kompetenzkriterien die Mitglieder ausgewählt wurden. Und da sitzt dann eben eine CIO gleichermaßen drinnen wie der Prodekan oder Prodekanin Lehre. Und man versucht, diese verschiedenen Kompetenzen eben in einem Sondergremium abzubilden. 4. Kategorie und damit Empfehlung, das Onboarding, die Professionalisierung der Lehrenden und damit der Lehre. Ausgangslage, ja, wir müssen Hochschullehre professionalisieren. Ich meine, die von Ihnen, die engagiert sind, kennen das Problem. Forschung gerade an den Universitäten stärker im Fokus als die Lehre an sich. Und ja, die Professoren sind nicht immer die allereinfachsten Kolleginnen und Kollegen, wenn es darum geht, Lehre zu verändern und gegebenenfalls sie auch zu digitalisieren. Die Empfehlung, tatsächlich insbesondere mit dem Fokus auf Neuberufene, Onboarding-Prozesse zu gestalten, dass strategische Ziele innerhalb der Berufungsvereinbarungen im Bereich der digitalen Lehre sind und dass eben auch die Teilnahme zum Beispiel an einem besonderen Fortbildungsangebot im Bereich der digitalen Lehre verpflichtend ist. Also TH Nürnberg hat Workshops zur Digitalisierung der Lehre für Neuberufene. Mir hatte mal der zuständige Dekan der Arizona State University erzählt, sie würden jetzt die Neuberufenen verpflichten und im zweiten Schritt dann auch das gesamte Kollegium, dass jeder eine, ich glaube, 10-tägige Fortbildung zur digitalen Lehre besuchen würde. Und dann lächelte er etwas verschmitzt und sagte, naja, wenn wir ehrlich sind, machen wir da zu 3/4 nichts mit Digitalisierung, sondern reden darüber, wie ich in heterogenen Umfeldern heute Lehre im Hörsaal gestalte und zu 1/4 reden wir auch über Digitalisierung, aber der Umweg über die Digitalisierung wäre das erste Mal gewesen, dass er seine Professorinnen und Professoren geschafft hätte, in eine längere Fortbildung zur Lehre zu bringen und sagte, alleine dafür hat Digitalisierung sich schon gelohnt, weil die sich jetzt alle mit Pädagogik auseinandersetzen müssten, was sie bisher eben noch nie getan hatten. Auf die gleiche Hochschule Arizona State University würde ich auch in meinem letzten Punkt noch einmal zurückkommen. Und das sind die organisatorischen, strukturellen Ableitungen und ein Stichwort des Instructional Designers, der in Amerika etwas verbreiteter ist, aber auch in Deutschland erste Wurzeln schlägt. Die Herausforderung: Wir brauchen im Bereich digitaler Lehre neue Kompetenzen, die sich heute weder in den klassischen Support-Einheiten, Rechenzentrum, Multimediazentrum oder ähnliches, noch in der Regel bei den Lehrenden wiederfinden. Und die Frage, wo siedel ich diese neuen Support- und Service-Strukturen an und die Empfehlung, sie zwischen diesen Welten der technischen Unterstützung und der akademischen Lehre anzusiedeln. Und das ist genau die Idee dieses Instructional Designers. Also ich bin dem eben zum ersten Mal in Arizona begegnet, an der ASU. Und das sind schon
in Teilen auch fachbezogene, also sagen wir für den MINT-Bereich, Experten, die sehr viel Erfahrung im Bereich digitale Lehre, neuer Formen der Pädagogik mitbringen und ein Sparringspartner für Didaktik werden für den verantwortlichen Professor, die verantwortliche Professorin. Und die eben nicht klassisch nur im Support in der Technik beheimatet sind, aber auch nicht selber im Lehr- oder Hörsaal stehen, sondern genau an dieser Schnittstelle zwischen diesen beiden Welten der Technischen, die verstehen auch, wie das Labor funktioniert, indem man die digitale Lehre aufzeichnen kann. Aber insbesondere verstehen sie was von didaktischen Konzepten im Bereich der Naturwissenschaften, im Bereich der Geisteswissenschaften, im Bereich der Sozialwissenschaften und sind eben dieser Sparringspartner für die tatsächlich Lehrenden. Und diese Positionen sind auch nicht unattraktiv, also die haben Karrierepfade, ja, da gibt es auch irgendwie mehrere von und dann gibt es da Verantwortliche dafür. Und ich fand das einfach exemplarisch als eine Tiefenbohrung, ein ganz illustratives Beispiel, wie eben aus einer neuen Herausforderung nicht nur neue Organisationsstrukturen, sondern auch neue Berufsbilder geschaffen werden. Und ich habe gesagt, in den USA verbreiteter, aber ich habe auch gehört, wenn ich es mir selber jetzt nicht angeguckt habe, dass auch an der Uni Konstanz ein solches Berufsbild, unter welchem Namen genau, weiß ich nicht, aber im Entstehen ist oder schon entstanden ist. Das sind die fünf Bereiche und exemplarisch jetzt mal eine oder zwei Empfehlungen pro Bereich, die wir versucht haben, aus den jetzigen 6 Peer-to-Peer-Beratungen herauszuziehen. Wir können nicht, ich kann nicht ausschließen, dass wenn wir die nächste Runde von weiteren 6 Beratungen hinter uns haben, dass es dann nur noch 4 oder vielleicht 6 Bereiche geworden sind, dass die eine Empfehlung sich als tragfähiger als die andere erwiesen hat. Aber das ist eben Teil eines lernenden Prozesses, in dem wir ja auch genauso stecken. Ja, wie geht es jetzt weiter? Ich hatte am Anfang mehrfach erwähnt, wir versuchen eine Verbreiterung dieser Erkenntnisse zu erreichen, jenseits von 3x6=18 Hochschulen, die wir in den nächsten Jahren in dem Peer-to-Peer-Verfahren begleiten können. Alleine die Tatsache, dass 60 sich bewerben und wir leider kapazitiv nur 6 aussuchen konnten, zeigt ja, dass ein höheres Interesse ist, als wir das im Moment befriedigen können. Und deswegen eben diese Lessons learned aus der ersten Runde der Peer-to-Peer-Beratung in das vorliegende Arbeitspapier gegossen, der versucht, die Hochschulen jetzt untereinander zu vernetzen, die Toolbox im Aufbau, ja, diese ganzen Leitfäden, die wir da einspeisen wollen, um die Hochschulen etwas indirekter zu unterstützen, die einen solchen Prozess in Eigenregie oder mit einem ihnen vertrauten Coach und Berater, der sie auch in anderen Fragen schon begleitet hat, zu gestalten und gleichzeitig dann eben zu versuchen, auch die Hochschulen zu adressieren, die wir in dem Selbst-Peer-to-Peer-Prozess in der zweiten und dann dritten Runde auch noch direkt begleiten können. Die zweite Runde ist ausgewählt, das geht jetzt los, die Kolleginnen und Kollegen wissen Bescheid. Ich bin irgendwann wieder im Januar dran, ich glaube aber einige sind schon im Dezember legen los, also gegen Ende des Jahres geht das los. Die dritte Runde wird dann aber natürlich aufgerufen zur Beratung. Diejenigen, die sich in der zweiten Runde nicht beworben haben, aber nicht genommen wurden, können sich natürlich für die dritte Runde auch wieder bewerben. Und wir versuchen, so vielen gerecht zu werden, wie es geht, aber versuchen eben auch diejenigen zu adressieren, die wir nicht direkt begleiten können. Da stehen wir heute, Januar 19, also jetzt in, was sind das, 4 Monaten noch, ist dann die Bewerbungsphase oder eher gesagt das Ende der Bewerbungsphase für die dritte Runde. Ja, und damit würde ich gerne an Herrn Meister übergeben, falls er jetzt nicht gerade durch die Tür tritt, würde ich aber vielleicht sonst noch ein paar Fragen, 2 oder 3 außerhalb der Tagesordnung von Ihnen entgegennehmen, falls Sie Lust haben, diese zu stellen. Und dann danke ich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf den Tag mit Ihnen in weiteren Workshops, Märkten der Möglichkeiten und Ähnlichem, die Sie vielleicht unten auch schon gesehen haben. Und hätte noch für den, der Lust hat, sich aktiv einzubringen, eine Idee und eine Bitte. Unten im Erdgeschoss gibt es eine Videobox. Und in diese Videobox können Sie reingehen und da stehen so ein paar Fragen vor Ihnen, digital gestellt auf dem iPad, wie sich das gehört. Und diese können Sie, wenn Sie mögen, beantworten, wird aufgenommen,
30, 60 Sekunden und das können Sie direkt auf YouTube hochladen. Und insofern wäre die Möglichkeit, jenseits der Perspektive, die wir hier in Diskussionsrunden vom Podium und den Workshops vermitteln, auch darüber hinaus noch Ihrer Stimme Gehör zu schaffen. Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele von Ihnen diese Chance nutzen würden, unten in der Mittagspause, in der Kaffeepause einmal in die Toolbox hinein, in die Videobox hineingehen und sagen, das ist das, was ich gerne den anderen Hochschulen mit auf den Weg geben würde. Damit bin ich wirklich am Ende. Danke ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wie gesagt, auf den Tag und gegebenenfalls noch eine Frage für Sie. Herzlichen Glückwunsch.